Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem ganz besonderen Faktenvideo, denn ich habe mir bezüglich des Themas auch mal überlegt, wie wäre es denn, wenn ich mal ein Faktenvideo im Artikel 13 Style machen würde. Das bedeutet, ich werde in diesem Faktenvideo nicht ein einziges Mal auf urheberrechtlich geschütztes Material zurückgreifen und bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Zukünftig werde ich das natürlich wieder auf normalem Weg machen, solange bis mir halt das Gesetz einen Strich durch die Rechnung macht, aber ja, sagt einfach gerne mal, wie ihr das Ganze findet. Insgesamt habe ich 12 Fakten über den Troll herausgefunden und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Fakt Nummer 1: Der sogenannte Troll, welcher den meisten von euch bekannt sein dürfte, ist eine magische Kreatur mit großem Kraftpotenzial. Demgegenüber steht aber auch seine immense Dummheit, die seinesgleichen sucht. So wurde sogar die schlechteste Note, welche man auf Hogwarts bekommen kann, Troll genannt. Fakt Nummer 2: Trolle gehören zur taxonomischen Gattung der Troglodytarum. Nachzulesen in der von Jim Kay illustrierten Deluxe Illustrated Slipcase Edition von Harry Potter und der Stein der Weisen. Fakt Nummer 3: Zwar sind Trolle Wesen der magischen Welt und haben somit auch ein gewisses magisches Potenzial, jedoch ist dieses sehr rudimentär. Außerdem ist nicht genau bekannt, wie sie diese anwenden. Fakt Nummer 4: Trolle erreichen eine Körpergröße von 12 Fuß, was wiederum ca. 3 Meter und 60 Zentimetern entspricht. Darüber hinaus können sie bis zu einer Tonne auf die Waage bringen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Trollhaare haben bestimmte, aber auch sehr eingeschränkte magische Eigenschaften, weshalb sie von manchen auch als Zauberstabkern verwendet werden. Besonders machtvoll sind sie aber nicht. Fakt Nummer 6: Aufgrund ihrer enormen Aggressivität, ihrer Gewalttätigkeit und ihren unvorhersehbaren Verhaltensweisen werden Trolle vom Zaubereiministerium in die zweithöchste ZM-Gefahrenstufe XXXX einsortiert. Die höchste Gefahrenstufe blieb ihnen vor allem wegen ihrer mangelnden Intelligenz erspart. Fakt Nummer 7: Trolle haben auch eine Art eigene Sprache, die sich für uns allerdings nur wie ein einfaches Grunzen anhört. Tatsächlich gibt es aber auch in der magischen Welt einige Multilinguisten, wie zum Beispiel Barty Crouch, die in der Lage waren, ihre Sprache zu verstehen. Fakt Nummer 8: Es ist bekannt, dass Bergtrolle immer wieder versuchen, Grabhörner zu zähmen und auf diesen zu reiten. Doch leider sind diese davon ganz und gar nicht begeistert und so kam es auch schon zu so mancher gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Trollen und Grabhörnern. Fakt Nummer 9: Ursprünglich stammen Trolle aus Skandinavien, haben sich aber mittlerweile auch in ganz Europa verbreitet. Fakt Nummer 10: Pierre Bonaccord, Gründer der Internationalen Vereinigung der Zauberer, setzte sich dafür ein, die Trolljagd zu stoppen und ihnen mehr Rechte einzuräumen. Doch Liechtenstein fechtete dieses Vorhaben an, da sie zu der Zeit eine massive Auseinandersetzung mit einer verfeindeten Bergtrollgruppe hatten. Fakt Nummer 11: Die Rasse der Trolle besitzt insgesamt 4 Unterkategorien. Diese wären zum einen der Waldtroll, der Bergtroll, der Flusstroll und der Troll von Nattroy. Der mit Abstand gefährlichste Troll davon ist aber eindeutig der Bergtroll. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 12: Der Troll ist natürlich keine reine Erfindung von J.K. Rowling, sondern Teil der nordischen Mythologie. Ja, das war mein Faktenvideo der etwas anderen Art und ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo auf meinem Logo da und checkt auch gerne mal die anderen beiden Videos hier an der Seite ab. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!